Hey Leute, willkommen zurück zu Feed the Deep. Wir haben hier jetzt sogar zwei Bomben und wir müssen jetzt mal schauen. Also, wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen umschauen. Haha. Und ansonsten, wie war das denn? Kann ich das denn hier auch, dieses braune, wegsprengen? Oh, da haben wir direkt noch was. Und, oh Gott, was war denn das da gerade da unten? Frustration nagt an mir. Die Tiefe ist wählerischer als ein Kleinkind. Nach monatelanger Arbeit bin ich immer noch nicht in der Lage, seinen Hunger zu zähmen. Mein Team begann mit bekannten Zutaten. Hochwertiges Tierfutter, das beste Fleisch vom Metzger, eingeflogen aus aller Welt. Wir haben es mit rohem Fleisch, gekochtem Fleisch, im Labor erzeugtem Fleisch und pflanzlichen Alternativen versucht. Nichts funktioniert. Die Uhr tickt. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, seinen Hunger zu stillen, ich will gar nicht daran denken. Okay, und da unten war was. Oh Gott, ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Oh Gott, ja, das sieht auch sehr gut aus. Ganz ehrlich, dich mache ich weg, weil das ist da doch ein bisschen knapp. Ist das eine Tresortür? Schlamm aufgewühlt. Was machen wir? Was machen wir? Ich schwimme jetzt erst nochmal zurück. Wir bringen erstmal die ganzen Sachen zum Shop. Nicht, dass ich mich davor jetzt drücken würde oder so. Gut. Da kriegen wir auch ein bisschen mehr wieder von. Dann haben wir 5 und können noch mal ganz kurz gucken. Ach, okay, das ist der Explosionsradius auf der nächsten Stufe. Level 1 oder Level 2 war eine Bombe mehr, ne? Ändert sich das pro Stufe? Da habe ich letztes Mal jetzt nicht drauf geachtet. Das ist jetzt auch schon wieder ein Tag her. Gut. Mehr Gegenstände. Ja, ich... Halt, Moment, falsche Taste. Ich kaufe mehr Schleppkraft. Weil Schleppkraft ist schon super, weil wir haben schon ein paar Mal gesehen, wenn ich mehr mit mir rumschleppe, als ich sollte, da wird man schon ganz schön langsam. Als nächstes wäre diese Sprint-Upgrade halt schon eine nette Sache. Oh Gott, ja, das war das. Und das ist ja mega mies. Wir sehen hier halt überhaupt nichts mehr. Aber gut, die Sachen, zumindest sieht man auch die Umrisse. Kann ich das denn... Das kann ich nicht aufsprengen, oder? Nee, wir brauchen wohl irgendwas, um das zu öffnen. Also da unten ging es noch runter. Was ist... Das sieht nach Luft aus. Aber nee, ich kann da gar nichts von einsammeln. Wir haben jetzt schon wieder so wenig Luft und ich sehe hier halt überhaupt nichts. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu vorsichtig, was so den Sauerstoff angeht. Gut, wir haben auf jeden Fall... Ja, ich würde schon sagen... Ja, ist halt die Frage. Also eine Bombe würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Frage ist halt, ob ich dann auch gleich die zweite mitnehmen sollte. Oh, hier haben wir noch eine Truhe. Geht das denn hier durch? Da haben wir noch sowas und sowas. Hallo. Dich machen wir auch weg. Dann geht's jetzt nochmal nach oben. Dann holen wir uns, kaufen wir uns einen Schlüssel und ich kaufe mir vielleicht noch so ein paar Schuss für die Signalpistole. So, da haben wir einen Schlüssel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß jetzt gar nicht, sind das immer 5? Es sind 4. Also 4 Goldstücke kriegt man dafür. Ich nenne die Dinger jetzt einfach Goldstücke, so. Dann haben wir, ganz ehrlich, nicht direkt mehr Sauerstoff.
Und alles, was so ein bisschen mehr Licht gibt, ja, könnte ich auch schon nehmen. Aber ich glaube, das hebe ich mir trotzdem erstmal auf. Das war ja die Ecke, genau. Und auf der Seite war ja auch nichts mehr. Wobei, da ging es nicht weiter. Aber hier müsste es eigentlich eventuell noch runtergehen. Ja, sieht gut aus. Da kommen wir halt auch nicht so richtig dran. Ich könnte jetzt da auch direkt noch eine Bombe benutzen. Okay, man kann doch Sachen verlieren. Wo ist denn jetzt... Hä? Wo ist denn jetzt die Bombe hängen geblieben? Wir gucken einfach weiter, weil der Weg ist so weit zurück... Brauchen wir dann ja nicht so. Dann haben wir hier ein paar Sachen. Die nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Gibt es hier noch was? Ich hätte halt schon... Ich glaube, ich muss mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Licht bekommen, weil das ist halt schon echt etwas wenig. Den hatte ich halt auch noch gerne, aber was soll's. Also für diesen kleinen Kram da jetzt extra noch eine Bombe zu nehmen, ich weiß ja nicht. Ach, hier liegt auch nur eine. Wo ist denn jetzt die andere? Die muss da ja irgendwo runtergerutscht sein. Gut, dann haben wir jetzt hier Lichter verbessern. Nehmen wir mit. Ist jetzt erstmal nicht so teuer. Notfallteleporter. Könnte ich vielleicht auch schon nehmen, bevor ich hier Sprint nehme, weil ich traue dem Ganzen nicht. Dann machen wir das so. Heilung könnte ich halt auch nehmen, ja. Aber weiß ich nicht. Nur für ein Herz dann so viel dafür zu zahlen, bin ich nicht so der Fan von. Gut, wir gucken nochmal auf der Seite hier. Ich habe jetzt auch keine Munition gekauft. Aber ich behaupte jetzt einfach, wir kommen für den Moment mit einem Schuss noch aus. Und ich habe jetzt halt auch überhaupt keine Bombe. Aber ich wollte sowieso erstmal noch schauen, was denn hier unten noch so ist vielleicht. Aber das sieht jetzt nicht so... Oh, da haben wir ein Buch. Das nehme ich erstmal mit und... Oh Gott, bewegt sich das schnell. Ja, nee, okay. Wir kommen da so nicht runter. Nee, nee, nee. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Bombe für. Und das Buch lesen wir uns gleich durch, wenn wir oben sind. Mit der Bombe ist jetzt echt ärgerlich. So, einmal bitte lesen. Frustration nagt an mir. Die Tiefe ist wählerische... Wobei, das haben wir schon gelesen. Das hatten wir ja schon. Das mit diesen Büchern, dass die hier immer... Es wäre halt irgendwie ganz cool, wenn die dann verschwinden würden. Weil ich kann das ja dann eh nachlesen. Das hat ja keinen Sinn, dass die da noch rumliegen. Wir haben zumindest jetzt die eine Bombe. Aber wo die andere jetzt hin ist? Aber bisher ist das Seil halt auch noch nie gerissen. Aber wenn wir das hier so verloren... Wir haben das ja hier so verloren. Meine ich, hier irgendwie um die Ecke. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man die nicht sehen würde. Hoffe ich doch mal. Hier ist halt auch nichts. Ich könnte jetzt sagen, hey, wir sprengen hier unten mal. Wir gucken einfach mal. So, Bombe aktivieren und bitte raus. Das hat sie jetzt nicht so wirklich gebracht. Okay, das ist ein bisschen unpraktisch alles. Keine Ahnung, wo die hin ist. Ich glaube, gleich probiere ich das mal in der Mitte. Ich tauche dann einfach in der Mitte runter. Und im Prinzip, ja, ich könnte schon gucken, direkt da, wo das erste Monster ist. Ganz ehrlich, wenn wir das gleich machen sollten, dann kaufe ich auf jeden Fall erstmal Signalpistolengeschosse. Wir haben ja auch ein bisschen. Diese Sauerstoffflasche, weiß ich halt noch nicht, ob ich die brauche.
Staubsauger wäre halt okay. Brauchen wir... Ich kaufe das mal. Ich will das mal ausprobieren. So. Dann haben wir auch schon wieder 4 Schuss und hier den Staubsauger. Und ich tauche jetzt einfach mal hier in der Mitte runter. Dann sind wir nämlich hier und dann haben wir... Ah, das ist ja cool, weil dann kann ich den... Der saugt dann alles an. Okay. Gut, können wir aber alles direkt wegmachen. Hauptsache, der saugt uns nicht rein. Aber die Bombe ist halt echt weg. Oh Gott, da sind gleich mehr von denen. Oder ist noch ein anderes Vieh? Da will ich mit Sicherheit hin. Auf jeden Fall. Und hier war das Loch, das wir uns gesprengt haben. Ich suche halt irgendwie immer noch die Bombe, aber... ist nicht zu sehen. Hm. Das ist natürlich auch, ist auch ein bisschen blöd, dass ich das Ding hier habe. Muss man halt auch immer gucken, okay, nehme ich das jetzt alles mit oder nehme ich es nicht mit? Weil momentan können wir da unten auch nicht mehr finden. Also das heißt... ja, ne, ich werde jetzt eigentlich gucken, dass wir uns zu diesen Monstern darunter durchsprengen, falls das geht. Aber das sieht auch irgendwie nicht so aus, als ob man da durchkommen würde. Beziehungsweise, wenn wir das einfach mal hier probieren. Ja, das ist halt auch so eine Wand. Okay, dann ist jetzt die große Frage. Wie kommen wir da hin? Also, ich gehe mal stark davon aus, dass man durch die Dinger nicht durch kann. Nee. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich diese Tresortüren da aufkriegen soll. Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken, aber ich meine eigentlich... ich kann das Vakuum aktivieren, aber das bringt ja alles nichts. Also ich war jetzt hier überall. Entweder habe ich die Bombe irgendwo wirklich übersehen... und die liegt in irgendeiner Ecke, wo ich halt dann doch nicht war. Oder die ist einfach weg. Was aber ziemlich blöd wäre. Es wäre halt schon irgendwie nett, wenn man die dann sofort neu spawnen könnte. Falls die mal verschwindet. Aber wahrscheinlich passiert auch nur mir sowas. Ganz ehrlich, wir probieren das jetzt hier mit der Bombe. Okay, dann bitte einmal scharf machen. Okay. Da ist so eine Plattform. Aber da kommen wir durch, weil da haben wir so eine Wand. Aber mit einer Bombe... oh Gott, wie soll ich denn... ah! Mit 2 Bomben wäre das natürlich schon netter. Aber je öfter man hier hin und her taucht, desto einen besseren Überblick bekommt man dann auch. Ich will jetzt einfach nochmal gucken hier. Kann ich denn nicht irgendwie größerer Explosionsradius? Bombenverteiler macht es möglich, mehr Bomben gleichzeitig zu managen. Ja, ja, das wäre durchaus was. Dann hätten wir eine dritte, dann hätte ich zumindest dann die 2. Aber Moment, hier, da waren wir ja. Da sind diese Pflanzen hier unten.
jetzt dann hier hin. Da liegt die halt auch. Und wo ist die denn hin? Wir können jetzt noch einfach mal gucken. Also ich würde jetzt einfach versuchen, hier noch mal tiefer zu kommen. Nein. Wow, okay. Größerer Explosionsradius heißt aber auch, wir kommen da nicht so richtig. Oh Gott. Ist da... Hallo? So, vorsichtig nähern und dann bitte... Wir haben halt auch nicht so die Reichweite, ne? Und das Vieh bewegt sich halt echt schnell. Es verzieht sich, aber es ist halt nicht erledigt. Wow, das sieht ja gut aus. Lufttank verwenden. Will ich das denn schon? Wir nehmen erstmal hier alles mit. Und hier liegen auch Bomben. Alle Luken geschlossen. Türkontrollkonsole lokalisiert. Das macht mich schon ein bisschen nervös, dass das Vieh da drüben ist. Also, mehr gibt es ja jetzt hier erstmal nicht, wenn ich das richtig sehe. Da gibt es Luft, da gibt es halt Gold und da sind wir halt zu tief. Genau, deswegen habe ich mir das gerade schon so gedacht. Ich wollte eigentlich schon direkt wieder... Ach, komm schon. Jetzt bleibt er nicht an der Ecke hängen. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt hier einen Lufttrank und fülle das komplett auf. Ich muss jetzt eigentlich trotzdem hoch. Oh, hallo. Und ich bräuchte eigentlich auch wieder, das ist das Problem, ich finde keine Kugeln mehr. Munition wäre halt echt nett. Aber vor allen Dingen brauchen wir jetzt einfach mal hier das Vertiefer, das Druck-Upgrade. Genau, dann haben wir noch 6 und 2 davon. Moment, mal gucken. Das kostet direkt 4. Wir belassen es erstmal dabei. So, ich will jetzt nochmal... Halt, Moment. Wir nehmen auf jeden Fall zumindest die Bombe mit. Aber ich denke echt, die liegt halt irgendwo in irgendeiner Ecke, die ich bisher die ganze Zeit übersehen habe. Irgendwie sowas in der Richtung. Oh oh. Ja. Ich habe die schon da unten. Das ist echt gut, dass man das so leuchten sieht. Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. Alle Luken geschlossen. Steuerung WASD. Ach, das... Okay, das sind die Luken. Luke 1 offen. Öffnen wir mal Luke 1. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo Luke 1 ist. Es sind auch, glaube ich, es waren 3, ne? Es sind mehr als 2. 2 haben wir ja schon gesehen. Leider haben wir jetzt gar keine Munition mehr. Und das kostet jetzt schon 4. Zumindest das erste haben wir geschafft. Bei dem Rest müssen wir dann mal schauen. Wir gucken nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.